Der seit 9 Tagen in Italien vermisste französische Student wurde tot aufgefunden. Italienische Rettungskräfte sollen den Körper am Sonntagabend gefunden haben. Simon G. war am 9. August aus Policastro, 180 Kilometer südlich von Neapel, zu einer Wanderung aufgebrochen. Dabei ist er offenbar von einer Felswand gestürzt und hat sich beide Beine gebrochen. Die Suche nach dem 27-Jährigen gestaltete sich schwierig. Dichter Wald und zahlreiche Schluchten, aber auch die drückende Hitze erschwerten die Suche im Nationalpark Cilento. Die Rettungskräfte liefen die Wege ab, setzten aber auch Helikopter und Drohnen ein. Auch Freunde von Simon und Einheimische hatten sich der Suche angeschlossen.